Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Runde klassisches T-Forest. Der Lurch ist auch wieder am Rumrennen. Und, ach guck mal, das Fleisch ist schon mal fertig. Wie das aussieht. Das heilige Lurchfleisch natürlich. Kann ich das irgendwie... Ah, okay. Ich habe es gleich mitgenommen. Also gleich aufgefressen natürlich. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es gerade haben. Ich würde heute gerne mal ein bisschen wandern gehen. Ach, das war dieser Blattback wieder gewesen. Ah, es wird dunkel. Nee, dann lass uns erstmal versuchen, schlafen zu gehen. Bevor wir losgehen. Also ja klar, wir können natürlich auch eine Nachtwanderung machen. Aber ich denke mal, das machen wir dann vielleicht später. Mal gucken. So, jetzt heißt es natürlich warten. Hier aus dem Baumhäuschen raus natürlich. Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Also ich habe jetzt den Ingame-Sound mal ein bisschen lauter gestellt. So um 4 Dezibel. Habe ich bei OBS jetzt mal gemacht. Also ich versuche mal pennen zu gehen. Ich hoffe, wir können das. Nee, können wir nicht. Ach du Scheiße. Ist da wieder Kannibalen oder was ist da unten? Ich kann das gar nicht sehen. Ja, sie rennen immer noch herum. Einfach die ganze Zeit weiter Z drücken, vielleicht hilft das ja. Deswegen ist halt, ich höre die ganze Zeit immer noch Schritte. Generell frage ich mich ja, wie können die mich hier oben eigentlich sehen? Das frage ich mich mal wirklich. Ich glaube, wir können so häufig Z drücken, wie wir wollen. Ich glaube, wir können nicht pennen. Ich glaube, das wird nix. Nee. Die springen die ganze Zeit durch die Bäume. Das bringt uns nichts. Ja, das habe ich auch gemeint. Wir werden hier immens so. Das sind Eingeborene, glaube ich. Autsch. Ach nee, das sind Kannibale. Leg dich mal hin. Hast du schon genug getan für heute? Ja gut, okay, dann machen wir halt auch eine Nachtwanderung. Wenn wir jetzt schon nicht pennen können, dann gehen wir halt ein bisschen latschen. Auf zum Hauptdorf. Da wollen wir heute mal ein bisschen reingucken. Dann hätte ich mir gedacht, wir gehen danach vielleicht noch in die Höhle. Und gucken uns mal an, wie die dort aussieht. Glücklicherweise gibt es ja hier schon die Höhle im Hauptdorf. Da können wir dann zum Glück reingehen. So. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt entdeckt werden oder nicht. Oder ob wir irgendwelche Nachtpatrouillen hier entdecken werden. Ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie verfolgt. Ja, ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass irgendjemand hinter mir ist. Naja. Gucken wir einfach mal. Okay, noch ist alles ganz ruhig. Aber mal gucken, wie lange noch. Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Das ging ja schnell. Ja, da sieht man halt so ein. Weiter Spaziergang ist es nicht. Aber wir müssen halt aufpassen wegen Eingeborene. Weil die nämlich sehr gerne hier rumlaufen. In deren Hauptstadt. Und ich kann, glaube ich, irgendwas da vorne schon sehen. Also irgendwas habe ich, glaube ich, gesehen da vorne.
So, geht es die Dorfmusik wieder an? Nee, bist du noch nicht. Kommt bestimmt noch. Ach, jetzt geht's an. Ich bin mal gespannt, was wir in der Höhle finden werden. Ich weiß es nicht genau. Ach, das sind nur Kannibale. Alter, ist die Musik laut. Also bei mir auf dem Kopfhörer. Ach, das wäre nur Flick. Verschwinde, ich brauche dich nicht. Ach ja, mein Seil. Ach, wir sind schon voll. Okay. Ja, Koffer aufschlagen. Das gefällt uns doch allen ganz gut. So. Die sind echt überall, ne? Diese Dreckskannibalen. Aber keine Eingeborenen irgendwie. Also wir sind ja noch relativ früh. Aber die werden... Also später werden es natürlich mehr Eingeborene sein. Das ist klar. Warte mal, wir können ja mal drüben zu dieser einen Hütte hingehen. Die ist nämlich da vorne. Da können wir einfach mal gucken. Ob wir da auch irgendwas finden werden. Ach, warte mal, hier ist ja der Tümpel. Warte mal, wir können ja wegen... Wegen den Sperma gucken, ob wir hier einen finden. Also wie ich das ja schon mal angesprochen habe, man kann ja ein Speer hier leider nicht selber craften. Da müssen wir hier ein bisschen Glück haben. Und so wie das wohl aussieht, finden wir leider keinen. Schade. Na gut, dann gehen wir erstmal zur Hütte rüber. Ja, der Kronke in seinen alten Staffeln auch mal sehr gerne ein Lager gebaut, hier drinne. Wir müssen uns mal die Flärgern besorgen. Die müsste ja, glaube ich, in dieser Katana-Hügel irgendwie, glaube ich, sein. Vermute ich mal. Lass einfach mal gucken. Ja, mal gucken, ob wir überhaupt noch in diese Höhle reingehen, weil na, so ewig lang soll das Projekt ja nun auch wieder nicht gehen. Halt nur so ein paar Folgen. Vielleicht machen wir das in Zukunft irgendwann mal bei meinem Abschiedsprojekt. Ja, wenn ich meinen Kanal dann beende, irgendwann eines Tages. Dann werden wir diese Version ja sowieso nochmal spielen. Ne, so wie es angefangen hat, wird es auch aufhören mit der LPs. Und das wird dann halt mit dieser Version dann irgendwann mal eines Tages sein. Wann es der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber irgendwann, ne? Ich werde jetzt auch nicht für mal ewig hier auf YouTube unterwegs sein. Also mein Kanal natürlich, dass ich den für mal ewig weiter betreiben werde, das garantiert nicht. Irgendwann wird der Moment kommen, wo ich sage, ja... YouTube ist nicht mehr so meins, da werde ich aufhören, aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Zeit zum Glück. Da werden wir noch viel lustige Spiele machen, dies und jenes, viel Forest erleben. Und dann irgendwann werde ich dann Tschüssikowski sagen. Aber bis dahin werden wir offenbar noch so einige Abenteuer erleben, hoffe ich mal. So, ich habe gerade gesehen, dass da drüben jemand weggerannt ist, okay. Aber ob ich jetzt zum Beispiel die 1000 Abonnenten noch erreiche, ich weiß es nicht. Ach ja, stimmt, hier fliegen ja mal Tische herum, komischerweise. Guck mal, wenn ich jetzt wieder weggehe und dann wieder rangehe, dann fliegen die Tische auf einmal. Guck mal. Sieht man das? Da vorne hat man das hoffentlich gesehen. Ich weiß es nicht. Ach. Alter, hat er mich weggeschlagen oder so. Ach, das sind mir gerade zu viele Kannibalen. Ich glaube, ich gehe mal lieber in die Höhle. Oder kommen vielleicht ein paar Eingeborene vorbei, dass man die vielleicht mal ein bisschen besiegen könnte. Autsch. Ja.
Nee, komm, lass mal, wir gehen jetzt in die Höhle. Ich habe jetzt keinen Bock auf den. Der geht mir gerade so weit auf den Senkel. Falls wir jetzt sterben sollten, ist nicht so schlimm, weil. Hallo? Ach du Scheiße, wir haben Gefrierbug. Wir können uns nicht mehr bewegen. Ach nö. Jetzt müssen wir ernsthaft warten, bis es tags geworden ist. Das ist natürlich doof jetzt. So. Ja. Da müssen wir natürlich kurz warten, leider, bis es hier hell geworden ist. Ich glaube, ich trinke erstmal nochmal einen Schluck. Das ist ja doof jetzt. Aber sobald es hier hell geworden ist, sollten wir uns eigentlich wieder bewegen können. Da, guck mal, ich kann ja schon die Vögel zwitschern hören. Tja, ansonsten muss ich gerade neu einladen. Hilft ja denn nichts anderes? Ja, das ist natürlich jetzt richtig scheiße, ne? Aber nur weil es halt draußen regnet, ne? Das ist schon richtig kacke irgendwie. Na, alles gut bei euch. Hängen wir ein bisschen ab hier. Ja, da haben wir einen der ersten tollen Bugs gefunden in der alten Version. Tja. Er schwebt in Wirklichkeit. Er hält sich nicht fest, er schwebt einfach. Der Typ ist einfach ein Magier. Ja. Er hat magische Tricks drauf. Ich weiß ja gesagt auch gar nicht, wann es hell wird. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Und wir haben jetzt schon Hunger. Ich glaube, das läuft immer besser. Also, falls wir hier drin aufgehen, draufgehen, meine ich nicht aufgehen. Also, die Sonne sollte mal euer aufgehen. Also, falls wir hier drin draufgehen sollten, ist es, glaube ich, auch nicht so wild, weil wir wachen dann sowieso hier unten wieder auf. Das habe ich bei meiner Testaufnahme auch festgestellt. Aber na gut, auch in der heutigen Version ist es ja hier auch die Sterbehöhle. Ganz. In der allerersten Version von Forest war die ja ganz woanders gewesen, die Sterbehöhle. Das dürfte die Katanehöhle gewesen sein. Weil dort nämlich auch die Flaggern zu finden war. Ob das in der Version ist, weiß ich nicht, aber man wird es herausfinden. Oh, guck mal, das Hotel. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Kacke. Ja, also ich würde mal sagen, das war's denn mit dieser Tour. Ich glaube, ich lade mal neu ein. Warte mal. Das bringt so nichts.